ich hier alles selber machen? Ich habe nicht all die Jahre auf den Straßen von Makuria gelebt, Essen geklaut und dicke Geldbeutel befreit, um mich mit diesem Schied zu befassen. Da penne ich ja lieber noch eine Nacht in Abnaxos steinernem Baum, wenn ich hier nicht mal eine Matratze kriegen kann, die floh- und madenfrei ist. Macht eure verfluchten Aufgaben, Leute. Ist das zu viel verlangt? Der blinde Bob. Blinder Bob? Hä? Was? Wer will das wissen? Na, gesegnet seien meine gestreiften Hosen. Du bist doch das Mädel, das mir Würzwein gebracht hat, als ich in Makuria ganz unten angelangt war. Was im Namen des achtäugigen Oktogottes von Tartilus machst du hier? Dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Nur vielleicht, du weißt schon, nicht mit genau diesen Worten. Oh, ich habe das Bettlerleben hinter mir gelassen. Mich rausgeputzt, dem Widerstand angeschlossen. Jetzt bin ich General. Ich bewirke was. Hat er nicht eben kennst du jemanden namens Abnaxos? Abnaxos? Na, das ist mal ein Name, den ich seit Jahren nicht mehr gehört habe. Woher kennst du ihn? Tut mir leid, ich habe eben mitbekommen, ich bin Abnaxos begegnet. Vor kurzem. Naja, ich habe von Abnaxos geträumt. Oder vielleicht war es mehr sowas wie eine Vision. Das klingt verrückt, ich weiß, aber... Für mich klingt das völlig normal, Süße. Abnaxos taucht in Visionen auf? Genau so war er. Beharrlich, unberechenbar und eine ziemliche Nervensäge. Ich habe ihn getroffen, als er der Botschafter der Venar in Airede war. Das war vor meiner Gossenzeit. Ich war noch ein schnieker Bursche in den makurischen Feierkreisen. Wir haben uns gut verstanden, angesichts dessen, dass ich theoretisch erblinden würde. Und er hat ja alles gesehen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jahre später, als er die Stadt verließ, vertraute er mir den Schlüssel zu seinem Haus an, sagte, ich solle darauf aufpassen. Ab und zu habe ich dort geschlafen. Sehr unbequeme Koje. Der muffige Geruch alter Bücher und fremder Kräuter. Ehrlich gesagt, hatte ich nicht viel dafür übrig. Ich bin sicher, dass er Schlüssel gesagt hat. Du hast was von einem Schlüssel gesagt. Zu Abnaxos Haus? Damals haben sie es als Domizil bezeichnet. Abnaxos Domizil. Eine einfache Unterkunft, aber in luxuriöser Lage. Ein Filetgrundstück. Zentral mit Gartenblick. Nachts äußerst ruhig. Und der Schlüssel? Hast du ihn noch? Tut mir leid, aber das ist wirklich wichtig. Oh ja, ich trage ihn ständig bei mir. Ist schließlich ein magischer Schlüssel. Dachte, er könnte meinem Hexenschuss gut tun. Was ist mit seinem Haus? Ich meine, dem Domizil. Auch noch da und nicht schwer zu finden. Es erhebt sich mitten in den Grünanlagen. Abnaxos hat es mit seinen eigenen, krankhaft großen Händen aus einem versteinerten Baum gemeißelt. Vor ein paar Jahren haben die Behörden es zu einem historischen Wahrzeichen erklärt. Natürlich kann wegen der Venar-Magie niemand hinein. Nicht ohne den Schlüssel zumindest. Dieser Schlüssel, kann ich... Ja klar, schwerer als er aussieht, nicht wahr? Mächtiger als Eisen. Sein Gewicht in Edelstein wert, sogar noch mehr. Diese Magie geht auf die erste Magie zurück. Nichts von diesem modernen Hokuspokus. Du spürst es in deinen Fingern, wenn du ihn hältst. Hm? Kribbelt, was? Ja, wirklich. Tut mir leid. Ich weiß, dass ich um viel bitte, aber kann ich... Ihn ausleihen? Ja, warum nicht? Beim Hexenschuss hat er nichts genutzt. Und da jetzt hier ein richtiges Bett für mich steht, habe ich nicht viel Verwendung für die Hütte. Aber bewahr ihn sicher auf. Abnaxos hat den größten Teil seiner Sachen zurückgelassen und meiner Obhut anvertraut. Ich will sein Vertrauen nicht enttäuschen. Ich verspreche es. So, was weiß der blinde Bob? Das haben wir doch gerade. Ich würde liebend gern weiter mit dir plaudern, Süße. Sprich bitte, aber Herr, ich habe Pflichten zu. Ihr habt mit dem General gesprochen? Habt ihr gefunden, was ihr suchtet? Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Gut.
Ich habe darum gebeten, dass ein Boot für euch bereit gemacht wird. Wenn ihr soweit seid, bringt es euch in die Stadt. Auch ich verstehe eure Rolle vielleicht nicht ganz, Zoe, aber ihr habt etwas an euch, das... Ich habe gelernt, auf das Gleichgewicht zu vertrauen. Das Gleichgewicht unterstützt und führt. Es führt euch jetzt. Ihr müsst euch von ihm treiben lassen, wo es euch hinführt. Wie ein Blatt auf einem Fluss. Beugt euch seinem Willen. Ich werd's versuchen. Wir werden noch einmal reden, Zoe Castillo. Wenn die Winde abgeflaut und die Wolken verschwunden sind, wenn das Gras auf den großen Ebenen wieder gerade und hoch steht. Und du wie eine Geselle davon füttern wirst, ne? So, haben wir den Tunnel. Das Boot. Und ab zurück zur Stadt. Jetzt muss ich die Grünanlagen finden. Ich wünschte, Krähe wäre bei mir. Wenn der verrückte Vogel da ist, fühle ich mich nicht ganz so allein. Du bist zurück? Und dein Kopf ist noch dran. Bist du geschwommen? Geschwommen? Nein, ich wurde ausgebootet. Ich meine, sie haben mich abgesetzt. Mit einem Boot. Beeindruckend. Und was ist der nächste Schritt unseres großen Abenteuers? Tee und Kekse? Ein kühnes Schläfchen vielleicht? Ich muss die Grünanlagen und das Heim von Abnaxus finden. Ich besuche die Grünanlagen jeden Tag, um im Brunnen meine Federn zu säubern. Folge mir. Ich glaube, die stehen hier und warten, bis sie rein können, ne? Gute Volk. Ich wünschte, du hättest Flügel. Ich auch, Krähe. Hey, alle. Oh. Und. Ich dachte, das geht noch ein bisschen weiter. Aber nee. Also, wie läuft das Geschäft? Ziemlich gut. Ich meine, das Ernte. Zugeben, dass ich schon... Was macht dein Gedächtnis? Erinnerst du dich jetzt wieder an irgendwas von hier? Ich habe mich so sehr bemüht, mich zu erinnern, aber... Nein, viel ist es nicht. Es war Winter. Stimmt, der Winter verändert alles. Mit dem Schnee und dem Eis und so. Und die Stadt wirkte anders. Kleiner. Sie ist wahrscheinlich ein bisschen gewachsen. Nein, ich erinnere mich wirklich an kaum etwas. Macht nichts. Ich erinnere mich auch an sehr wenig. Allerdings bin ich ein Vogel mit einem Vogelhirn. Da kann man nicht viel erwarten. Ja. Genau. Da hat der Voldemort gesagt, dass er nur ein Vogelhirn hat. So, und jetzt hier in den Turm. Was ist hier los? Ist das nicht... Versuchen die etwa Abnaxus Domizil zu fällen? Toll, ganz toll. Das ist es also, das Domizil von dem großen hässlichen Ding, wo komisch spricht? Scheint so. Und es ist noch jemand hier. Scheint so. Brauche eine Ablenkung. Guter Vogel. Also, was jetzt? Ich weiß nicht. Hast du irgendwelche Vorschläge? Wir töten sie, verscharren ihre Leichen und führen dann unser Leben fort, als wäre nichts geschehen. Das ist verstörend. Ich weiß. Ich bin ein dunkler Vogel. Haha! Nee, heute ist mir wirklich nicht nach Töten zumute. Und auch an keinem anderen Tag. Na schön, dann denk du dir was aus. Dieser unheilige Baum gefallen ist, wird die Wählerschaft mich ernst nehmen. Sie wird sehen, dass ich in der Lage bin, Dinge zu erledigen. Und vielleicht kann ich dann endlich aufhören, den Asadi die Ärsche zu lecken. Göttin dies und Göttin das. Hinterlässt einen üblen Nachgeschmack bei mir, mich so bei ihrer weiblichen Gottheit einzuschmeicheln.
Ich will eine Welt ohne Götter und Göttinnen. Eine von Menschen, wahren Nordländern beherrschte Welt. Keine magischen, kein übernatürliches Weibsvolk, keine abergläubischen Invasoren. Eine Welt von Männern für Männer, in der die Frau an ihrem rechtmäßigen Platz ist. Zu Hause. Ein richtiger Patriarch. Na los. Ah, eine Angehörige des Wahlvolkes. Rechtsanwalt Onno Hilleris zu euren Diensten, werte Dame. Aber ich brauche mich euch sicherlich nicht vorzustellen, was? Ihr kennt mein Gesicht sicherlich von Plakaten und öffentlichen Auftritten. Ihr kennt mich als den ehrenwerten und ehrlichen Menschen, der für den kleinen Mann von der Straße eintritt. Und die Frau, die kleine Frau wollen wir nicht vergessen. Ja. Ich bewerbe mich natürlich für das Amt als Leiter der Stadtwache. Ein Posten, der dringend frisches Blut nötig hat. Ja, die Stadtwache braucht Stärke. Sie braucht Führung. Sie braucht das Menschsein. Mit anderen Worten, sie braucht mich. Er scheint ein Unterstützer der Asadi zu sein. Er will ein politisches Amt. Mal sehen, ob ich ihn dazu kriege. Euer Name ist Hilleris, richtig? Rechtsanwalt Onor Hilleris, zugelassener Jurist und euer Kandidat für die Leitung der Stadtwache. Das ist ein ungewöhnlicher Name. Er ist sicher einzigartig, aber es ist ein nordländischer Name, tief verwurzelt in der makurischen Gesellschaft. Mein Vater, der geachtete Rechtsanwalt Hubert Hilleris, diente auch viele Jahre lang pflichtbewusst im Stadtrat. Hubert. Von allen respektiert, gefürchtet und bewundert. Natürlich war das, bevor ihn diese Dolmari-Hexe betörte, mit ihrer hinterlistigen Zauberei und ihrer bestialischen Wollust. Sie lockte meinen Vater von seiner Familie fort. Fort von uns. Ich habe geschworen, unser heiliges Erbe wiederherzustellen. Die Hexen sollen brennen. Die Menschheit soll obsiegen. Und der Name Hilleris soll nicht mehr das Ziel gehässiger Scherze sein. Der Wille, es scheint, als würden sie erscheinen. Wenn ich euch recht verstehe, seid ihr froh über die Besetzung durch die Asadi? Nein, ich würde es nicht als Besetzung bezeichnen. Nicht mehr. Die Asadi sind gekommen, um uns vor den Tyren-Invasoren zu retten. Und sie sind geblieben, um uns vor allen Magischen zu beschützen. Sie sind unsere Wohltäter, keine Unterdrücker. Aber der Widerstand hat uns alle in Gefahr gebracht. Falls wir die Vorherrschaft der Menschen im Nordland nicht wiederherstellen, sind wir verwundbar, wenn die Asadi nach Asadir zurückkehren. Und glaubt mir, das tun sie irgendwann. Oh, sie haben es zugesichert. Und deswegen kandidiere ich für das Amt. Um ein Makuria von und für Menschen zu errichten, das die Zeiten überdauert und okkulten Invasoren entgegentritt. Wir müssen in die Zukunft investieren. Und Zukunft lässt sich ohne Onor Hilleris nicht buchstabieren. Aha. Er will ein Ihr kandidiert für die Stadtwache? So ist es. In diesen dunklen Krisenzeiten hat die Stadtwache dringend männliche Führungskraft nötig. Männliche? Wie ihr sicher wisst, konnte die gegenwärtige Leiterin die Ordnung in der Stadt mit ihren weiblichen Überredungsversuchen nicht aufrechterhalten. Sie hatte ein Herz für Hexerei, war milde zu den Magischen. Sie duldete das Okkulte und streckte Nichtmenschen die Hand entgegen, handelte also unseren fremden Wohltätern zuwider. Oh, es ist verständlich. Sie ist schwach, gefühlsduselig. Sie ist nur eine Frau und sie konnte die Männer der Stadtwache nicht richtig anspornen, angemessen gegen die okkulten Zuwanderer vorzugehen. Sobald ich im Amt bin, wird sich das ändern. Wir werden die Asadi-Gesetze ehren und Makuria wieder reinmachen. Keine Magie mehr, keine Magischen mehr. Und unsere Frauen können wieder zu Heim und Herd zurückkehren, um sich von ihren Ehemännern, Vätern und Brüdern verwöhnen und beschützen zu lassen, so wie es sein sollte. Ja. Es scheint, als würden sie versuchen. Warum versucht ihr, diesen Baum zu Fall zu bringen? Oh, es ist nicht nur ein Baum. Es ist ein Affront gegen die guten Sitten und das Menschsein. Dieses sogenannte Domizil war die finstere Behausung eines der militantesten Magischen. Einer scheußlichen Bestie, die unsere Jugend und unsere Frauen durch ihre bloße Existenz bedrohte. Es ist nicht nur mein Wahlversprechen, diesen okkulten Steinbaum aus unseren historischen Grünanlagen zu entfernen, sondern auch meine göttergegebene Pflicht als menschliches Wesen. Nun, viel Glück bei allem. Glück ist die Ausrede der Faulen für ihr Scheitern. Glück ist eine okkulte Vorstellung. Ich nehme mein Schicksal selbst in die Hand, junge Dame, und das solltet ihr auch tun. Ich gebe euch einen guten Rat. Findet einen anständigen menschlichen Ehemann und setzt anständige menschliche Kinder in die Welt.
So tragt ihr am besten zu unserem gemeinsamen Schicksal bei. Und denkt daran, eine Stimme für Honor ist eine Stimme fürs Menschsein. So, dann das auch. Kannst du es wirklich nicht besser? Ich würde die Axt ja selbst nehmen, wenn ich mir nicht gerade die Hände eingeklebt hätte. Duft. Krähe, könntest du für mich da drüben hinfliegen? Wozu? Oh, trau mir einfach. Wozu? Himmel, bitte, Krähe. Na schön. Tut mir leid, dass ich bei meinem eigenen Schicksal ein Wörtchen mitreden wollte. Ich mach's. Attacke! Vogel? Dreckige Magie. Nochmal. Wo ist der hin? Perfekt. Schon mal den ersten Flug gemacht. So, zweiter Weg. Versuchen es. Nochmal? Im Ernst? Na schön. Und fort, Vogel. Im Kürbis rein. Was? Nicht schon wieder? Guck, wenn wir ihm jetzt vielleicht... Ja, ja, ich weiß, wie es läuft. Na los. Das ist schon mal der Erste. Dem denkt er, sei bescheuert. Oder? Machst du das nur, um mich zu ärgern? Denn es funktioniert. Nur ab. Na, ja, das hat nichts gebracht. Auf jeden Fall, da wird eine Tonne rollen. Eines nicht allzu fernen Tages werde ich mich bei der Gilde der Sidekicks darüber beschweren. Verstehe ich nicht. So, Kürbis bringt nichts, da fällt nur ein Fass um. Das ist es. Das Heim von Abnaxus. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Den gefiederten Göttern sei Dank, dass du mich gut bezahlst. Moment mal, das machst du ja gar nicht. Nochmal? Im Ernst? Na schön. Hab ich dich? Geronimo! Oh. Ich hab Krähe getötet. Ups.